Freunde, wir stecken der Glamour des Freudums, denn ihr leistet uns Gesellschaft. Herzlich willkommen. Servus Christian. Servus. Die Sommerpause ist vorbei, ja? Welche Sommerpause? Ja, stimmt, du hattest ja keine Pause. Ja. Du warst ja Knechten. Ja. Und es ist irgendwie lustig, dass jemand, der wie ich selbstständig ist, in Urlaub war und du nicht. Tja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du kein Sommermensch bist. Hm? Richtig. Ja, deswegen ist es dir eh zuwider. Genau, weil draußen fängt schon die Sonne wieder zum Scheinen. Da hab ich keine die Lust Sonne? Drauf. Ja, das schaut raus. Du meinst die gelbe Sau. Pff. Ja. Du bist eher der Wintermensch, ne? Etwas. Macht ja nichts. Irgendwo muss man ja auch sein Death Metal frönen und das geht im Winter besser. Ne? So ist das. Wir waren in der Sommerpause, jetzt sind wir aber wieder zurück und wir starten mit Content. Die Sommerpause des Kanals war nicht wirklich geplant, ja, da gab es eher ein technisches Gebrechen. SD-Karte kaputt. SD-Karte kaputt, da waren 6 Videos drauf, also 6 Stück Videos waren drauf. Und das wäre für den Sommer gedacht gewesen, aber naja, wer kann denn wissen, dass SD-Karten defekt werden? Mhm. Und nicht vergessen, du musst bis 6 zählen, nicht bis 5 oder bis 7. Ja, das auch. Ja, SD-Karte defekt, bitte macht's ein Backup. Leute, bitte, macht's ein Backup. Genau. So wie ich nicht. Oder wie die Kärntner Regierung. Ja, genau. Ja, Backups sind wichtig. Jetzt starten wir wieder und immer wenn man ein bisschen Pause macht, kann man ja auch ein bisschen innehalten und sich überlegen, was hat man gut gemacht, was hat man schlecht gemacht. Man kann reflektieren. Und da seid ihr natürlich gefragt. Unsere Core Audience, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Schreibt uns vielleicht in den Kommentaren, was ihr am Kanal gut findet, was ihr schlecht findet. Wo ist eurer Meinung nach, wo sind unsere Stärken, wofür stehen wir? Oder, und das wäre uns fast noch lieber, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Feedback, Kritik, Wünsche, Anregungen, all das bitte runter in die Kommentare. Da können wir uns das anschauen und dann alles so weitermachen wie bisher. Ne? Ja. Warum was ändern? Never touch change. A running system. Ja. Oder never change. Oder whatever. Nee, wir sind für alles offen, wir sind für alles bereit, aber da brauchen wir euer Feedback ein bisschen. Wenn ihr mal ein Video mit einem der Klemmer Crew machen möchtet, muss er dich sein. Ihr kann es verstehen. Ihr würdet mit mir auch keine Videos machen wollen. Aber notgedrungen muss ich. Wenn ihr es mit dem Christian machen wollt, mit dem Robots and Bricks oder mit wem auch immer, dann auch das könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt uns persönlich schreiben oder uns auch persönlich fragen, denn so ziemlich alle von der Klemme Crew werden nächsten Samstag hier in der Klemme sein. Nicht nur, weil es lustig ist, sondern da ist was Besonderes. Ja. Was ist da? Ein Spektakel. Ein Spektakel. Das zweite von zwei, kann man sagen. Ja. Es gab letztes Jahr ein Sommerspektakel hier. Und es hat relativ gut funktioniert, deswegen machen wir das heuer wieder. Sommerspektakel 2022 hier live in der Klemme, in bunt und auch in Farbe. Beginnend mit 9 Uhr, endend mit 14 Uhr. Das sind einfach die Öffnungszeiten des Ladens. Was kann euch da erwarten? Nun, es wird sehr, sehr voll. Es wird sehr, sehr voll, es wird größer und besser und größerer und besserer als letztes Jahr. Die Grundidee war, und die wird es auch heuer wieder sein, Leute der Community, das sind auch notgedrungen viele YouTuber, treffen sich an einem Ort, man lernt sich kennen, man kennt sich oder man trifft sich wieder, man plauscht miteinander, man tauscht sich aus und ihr als vielleicht Zuschauer von diesen YouTube-Kanälen oder vielleicht seid ihr auch am Doshcourt unterwegs, könnt ihr die Leute auch persönlich einmal kennenlernen. Wer kommt denn da alle? Einiges. Einiges kommt. Fangen wir mit der Schweiz an, oder? Ja, gut. Mit der Schweiz. Otter. Jetzt kommt der Buttermaker. Ja. Super. Ein relativ kleiner Kanal, aber das ist, denke ich, das Herz und die Seele unseres Hobbys. Denn, nicht falsch verstehen, auch die großen YouTuber sind wichtig und richtig. Aber die machen das ja auch dann meistens professionell, für Geld. Die wollen und müssen zum Teil auch davon leben. Und da ist halt immer die Frage. Na, da ist halt dann immer die Frage, wenn ich die Sets zugesteckt bekomme, schwierig. Ja, oder Raid Shadow Legends Sponsorship. Ja, oder ja, so. Ja. Oder so. Das ist dann immer ein Problem. Aber die kleinen YouTuber, die das wirklich zum Spaß machen, das sind noch true. Mhm. Das sind noch true. Genau, die nehmen, und die machen noch Musik in der Garage mit Equipment unter aller Sau. Ich wünsche, sie würden nicht, aber was willst du machen? Eben, der Buttermaker kommt. Dann kommt der Steinemeister. Darauf freue ich mich wirklich sehr, denn ich kenne ihn natürlich, wer kennt ihn nicht? Er ist eine illustre Persönlichkeit für einen Schweizer. Und er kommt wirklich und darauf freue ich mich, denn wir hatten immer nur peripher zu tun. Mhm. Jetzt kann ich mal persönlich kennenlernen. Mal schauen, was es wird. Ja. Ich freue mich auf alle Fälle. Und es kommt der Cäsar. Der Cäsar ist der
Besitzer, Inhaber, Teilinhaber von dem größten und auch schönsten Klemmbausteinladen Europas, kann man sagen. Und ein bisschen geniere ich mich für die Klemme dann, muss ich sagen. Ich putze schon die ganze Zeit, ich räume schon auf, aber ich werde seinen Laden wohl nie toppen können. Und das finde ich ein bisschen, ich geniere mich. Aber vielleicht kann er mir dann ein paar Tipps geben, wie ich es besser machen kann und schöner machen kann. Und das meine ich jetzt ganz frei von Sarkasmus und Ironie. Wunderschöner Laden, wer den nicht kennt, sollte ihn sich mal anschauen. Hat auch einen YouTube-Kanal, deswegen passt das ja. Aus der Schweiz kommt nicht, leider Gottes, die Jessie. Ja, Jessies Klemmbausteine, das heißt, und ich glaube, da werdet ihr mir da draußen auch beipflichten können, wird es wohl kein perfektes Sommerspektakel. Kann es ja nicht werden. Ne? Aber vielleicht ein anderes Mal. Ja. Vielleicht auch nicht, denn für die, die zum Spektakel kommen wollen, dann macht das heuer, denn es wird keines mehr geben. Ach so? Drop the bomb! Es wird keines mehr geben. Das ist das zweite und letzte Sommerspektakel. Warum und wieso, das vielleicht einmal bei einem anderen Video. Aber ne, wenn ihr dabei sein wollt, dann macht das bitte heuer. Aus Österreich, machen wir mit Österreich weiter. Gut, okay. Ja. Ja. Es kommt die Klemme Crew. Whatever that means, ne? Ja. Du bist dabei? Ja. Ich habe dir gesagt, du musst um 9 Uhr da sein. Ja. Du wirst es vielleicht nicht schaffen, ne? Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich werde meine Bäcker richten. Musst du weniger zocken? Ich, am Vortag? Keine Raids? Habe ich keine gemacht. Nein? Nein. Ich habe gesehen, du warst gestern mit 4 anderen online. Ich wusste gar nicht, dass du so viele kennst. Was war gestern? Oder Sonntag. Okay. Irgendwas habt ihr so gespielt, so. Ist ja wurscht. Der Rods and Bricks wird da sein, der Enrage Mike wird da sein. Ich weiß nicht, ob er tagsüber da sein wird oder am Abend, aber ne, der Nachtflieger wird da sein, der Carico ist ja schon eine feste Säule von unserem Kanal, wird auch da sein natürlich. Habe ich mir vergessen? Den Austrian Brick Fan? Der gehört jetzt nicht unbedingt zum Kanal, aber als Österreicher, ja, der Austrian Brick Fan, ehemals Austrian Lego Fan, wird dabei sein. Und auch der MC Austrian Brick Fan. Das sind zwei verschiedene Personen, die wird auch dabei sein. Der Baumeister Flo wird da sein. Der Collect Evil wird anscheinend kommen, soweit ich weiß. Der Simon. Der Simon ist sowieso da. Und. Also aus Österreich kommen doch einige Tide Power to Bricks, darf man natürlich nicht vergessen. Die Reezy und der Oliver, die kommen. Freue ich mich wirklich sehr. Gimme More Bricks, auch der kommt. Dürfte, glaube ich, aus Oberösterreich kommen. Der ist dabei. Und noch ein paar weitere. Wirklich toll, wird schön. Und auch aus der suburbanen Gegend, die man vielleicht mal schon mal gehört hat. Der Bing Long ist natürlich da, der Axel Foley, der Erschaffer und Macher von vielen super tollen Brickheads, hat ja ein bisschen einen Hype, was das angeht, auch gestartet, zu Recht. Und mit ein bisschen Pech kommt auch der Peppi Onkel. Aber ich denke, er wird sehr viel Glück haben, deswegen wird er nicht dabei sein. Mehr möchte ich nicht sagen. Gehen wir in den Norden, nach Deutschland. Da kommen natürlich sehr, sehr viele. Ja. Logischerweise auch YouTuber. Wen haben wir da? Ja, der Doschen kommt da mal. Der Doschen. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Ein persönlicher Freund der Klemme natürlich ist immer herzlich willkommen. War letztes Jahr schon da, war super. Kommt heuer wieder. Es gibt auch ein paar neue, die kommen. Der Herr Donnergurgler. Der Herr Donnergurgler kommt. Darauf freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ich mag seinen Content, ich mag seine Art. Und ihn persönlich mal kennenzulernen, ist wirklich auch für mich persönlich jetzt eine Bereicherung deines Lebens. Ja, 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 sagen wir es so. Soldiers Brick Camp, der kommt auch. Der möchte, den habe ich weggelegt, so ein Vierer, so Mica-Armband kaufen, so selbstklebend. Wunderbar. Ja, damit will er sich Schuhe machen. Nee, warum nicht? Ja, so Nike, so Adidas? Ja, ja, so in der Richtung. Wunderbar. Passt ja auch, ne? Rosa ist ja durchaus neben dieses NATO Leafgrün seine zweite Lieblingsfarbe. Du, in der Wüstenkamouflage kommt das sicherlich vor. Bestimmt. 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 Der Klaus will nur kämmen. Kämmen, ja. Kämmen muss er nicht mehr fehlen. Ich kann das nachvollziehen. Klaus will nur klemmen, kommt auch wieder. Freut mich wirklich sehr. Auch er ist ein integraler Bestandteil der Community. Der Paul? Der Pauls Klemmbausteine kommt. Oh. Wahnsinn. Auch der war letztes Jahr da. Auch er wird heuer wieder da sein. Ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass es den Leuten wirklich gefallen hat. Dass so viele wiederkommen, die letztes Jahr da waren. Ein neuer Gast und bei dem Plakat, beim Intro habt ihr es vielleicht schon gesehen, ist Headliner, weil einfach für mich persönlich ich mich wirklich freue, nämlich die Pandoras Box kommt. Toller Mensch, toller Content. Der Donnerstag mit ihr hat mir persönlich wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da draußen gibt es viele, die sie gerne schauen und ihr könnt sie persönlich kennenlernen. Vielleicht ein Foto machen. Interview ist komisch, Autogramm, whatever, wird super. Da
Dann wiederum ein sehr, sehr kleiner YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, ob man den wirklich schon mal gehört hat. Der Doktor, oder? Ja, Dr. Johann W. aus P. kommt. Also Johnny's World wird wieder da sein. Auch das ist wieder ein Indikator, weil der ist ziemlich weit oben, kommt extra daher, freut mich. Es kommen viele Freunde aus der Community. Ich habe eine Liste. Das ist eine Liste. Ich werde sicher einige vergessen. Bitte nicht persönlich nehmen, aber ich kann nicht alles dir merken. Alles, ja. Genau. Ich glaube, aus Kärnten ist der Brick-a-Brack kommt. Der Luca, der Brickfan Vienna wird da sein, also ne, da haben wir noch einmal ein bisschen was von Österreich mitgenommen. Genau, der Frankie und der Doc Tom und der Hügel, das sind alles Leute aus der Community, aus dem Dogecore, die man vielleicht kennt, werden wieder da sein, ist super. Golden Bricks 61, ich glaube, das 61 trifft wirklich auf das Alter zu oder auf das Geburtsjahr, was auf dasselbe kommt. Fast. Nicht ganz. Fast. Auch sie kommt. Darauf freue ich mich sehr. Herr Sösestein kommt. Na bitte. Das sind Menschen, mit denen ich persönlich wenig zu tun hatte, aber dafür ist ein Community-Event da, oder? Dass man sich auch mit diesen Leuten mal ein bisschen austauscht. Der Koguria, das ist auch einer der Klemme-Crew, darf man natürlich nicht vergessen. Es wird einige Händler geben, die auch gleichzeitig Social Media machen, YouTube machen, somit ist das ganz okay. Es ist trotzdem ein Community-Event. Es kommt der Lone Star, der Marco vom Bausteinreich, auch ein schöner Laden. Es kommt der MJ's Bricks, mit dem ich eine Kooperation gemacht habe mit diesen Steinen. Steinchen Express kommt, die Bausteinecke kommt, Matthias. Es kommt Freakware, das ist der Generalimporteur von Kader, ja. Na Bumsi. Ja, der Maurice, darauf freue ich mich sehr, hat sich spontan ergeben. Und dann von den der Mike Seitz, so von den Wesersteinen, der kommt. Auch das wird toll. Ihr seht, es wird wirklich cool. Wirklich cool. Der Robert Markus kommt, der Macher und der Schaffer des Galaxy Brickships. Stimmt, der hat sich auch angekündigt, ja. Ja, der kommt ebenfalls. Wird toll. Und einige mehr. Also es ist ja wurscht. Kommt einfach vorbei. Ihr werdet unzählige Leute hier antreffen. Es sind so 70, 80 Personen gedacht, zwischen 9 und 14 Uhr. Letztes Jahr war schon knapp mit dem Platz, deswegen gibt es heuer neuerdings unten im Keller eine Chill-Out-Lounge. Wir haben da ein bisschen Platz gemacht, da wird man dann ein bisschen sitzen können und man wird hier dann auch ein bisschen sich freier bewegen können. Das zweite Zimmer drüben wurde ein bisschen leer gemacht, die Brettspieler sind ein bisschen gewandert. Das Studio ist ja jetzt in der Küche, das heißt, wir haben hier ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Leute, sollte sich wieder ausgehen. Es wird ein Buffet geben. Oh, ah ja, stimmt, ja. Mit freier Spende, also das Ganze ist ja nicht gratis für mich. Es ist mein Angebot an euch, wenn ihr mögt, könnt ihr was reinwerfen, da wird es eine Box geben. Es wird einmal 3 verschiedene Cupcakes geben von meiner Haus- und Hofbäckerin. Fantastisch, also es gibt viele, die sagen, das sind die besten Cupcakes ever. Wie findest du? Sind okay. War die richtige Antwort? Ja. Du freust dich immer wieder, wenn welche überbleiben. Sagen wir es mal so. Und es wird, ich habe mir da irgendwas reingeritten. Ich habe es gesehen, du hast was angekündigt, es wird lustig. Ich bin ein bisschen wie der Michael Scott von The Office. Wenn ich einen Satz beginne, weiß ich nicht so recht, wohin die Reise geht. Das ist unvorteilhaft. Ja, während ich rede, formt sich der Satz bei mir im Kopf. Und es hat sich einfach so ergeben, dass ich dann einfach ein Eisknödelbuffet angekündigt habe. Ich wusste nicht, dass die Leute gleich so spitz drauf gehen. Das gibt es in dem Teutonenland nicht. Ja. Und was soll ich machen? Ich habe es dann trotzdem geschafft. Es gibt in Wien einen Eissalon, der heißt Polis. Nicht so schlecht. Da gibt es 3 Sorten Eisknödel und die wird es geben als Buffet. Super. Wird frisch angeliefert am Samstagvormittag und dann haben wir es wirklich schön. Es gibt Kaffee. Es gibt ein paar Spiele, die werden aufgebaut sein. So ne, ein bisschen körperbetontere Spiele. Also es wird kurzum ziemlich cool, ziemlich schön. Wenn ihr wollt, kommt vorbei. Habt eine gute Zeit mit uns. Benehmt euch, ich habe die Hells Angels da, die, wenn es wirklich hart auf hart geht, auch wieder Leute raus komplimentieren. Also nicht deinen Attentatmörder. Der ist auch da, aber den hätte ich eigentlich nicht oder ungern jetzt hier announced. Der soll ja im Dunkeln agieren. Ja. Aber ja, kann sein, dass es auch einen Scholin-Mönch gibt, der für Recht und Ordnung sorgt. Haben wir erwähnt, es kommt noch der Berlin Bricks und auch der Bricks Berlin. Nicht dieselbe Person. Nicht verwechseln. Kommen beide. Auch darauf freue ich mich sehr.
wird irgendwie toll. Gerade mit einem von beiden hatte ich ja nicht so einen guten Start, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ja, ich glaube Diplomatie. Auch. Diplomatie. Auf wen freust du dich besonders? Ist ein bisschen unfair, das jetzt zu fragen, gell? Mal schauen, wie es sich ergibt. Okay. Diplomatische Antwort zu einer diplomatischen Frage. Naja, das war's. Ja. Nochmal bitte zur Erinnerung, schreibt unter den Kommentaren, was ihr von unserem Kanal hält oder wo ihr glaubt, hey, das machen die gut, das machen die weniger gut, da könnten sie sich verbessern, das würde ich mir gerne wünschen und dann wird alles toll. 13. August, save the date. Und dann geht's schon wirklich weiter mit den Planungen, nämlich 10. und 11. September in Sigartskirchen, die zweite Station der Klemmbaustein-Tour 2021. Auch da wird ausgestellt. Mhm. Unter anderem das Ding da hinten wird wieder ausgestellt. Die große Piratenbucht vom Thomas und einiges mehr. Video machen ist anstrengend. Ja, Zeit für Urlaub? Ja. Ich war schon einen Tag nach dem Urlaub wieder urlaubsreif. Aber macht er nichts. In diesem Sinne, schön, dass ihr uns abonniert habt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, macht das bitte. Lasst ein Like da. Erzählt eurer Oma und Opa von uns, weil warum auch nicht, und dann ist alles toll. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.